Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zur nächsten Folge von meinem Minecraft Let's Play. Erstmal komplett über das Wort meinem stolpern. Alles klar. Ja, und was wir diese Folge machen werden, ist diese schöne Mobfarm fertigstellen, hoffentlich. Vielleicht auch noch nicht, aber ich glaube, das sollten wir in dieser Folge schaffen können und dann können wir sie direkt ausprobieren. Was natürlich cool ist. Viel fehlen tut uns dazu nicht mehr. Eigentlich haben wir sollten auch alle Ressourcen, die wir dazu noch brauchen und benötigen, im Inventar haben. Wie viel Glas haben wir noch? Wir sollten auch noch genug Glas haben. Weil uns fehlt noch eine Reihe Glas, die werden wir aber erst gleich anbauen. Da in diesem Turm, den ihr da seht. Den Creeper werde ich jetzt, glaube ich, über den Haufen metzeln gleich. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass er sich nicht irgendwie später an mich ansneakt und die halbe Falle hochjagt. Zwei Hits und drei sollten ausreichen, glaube ich. Na, vier Hits, okay. So, den haben wir schon mal. Und dann laufen wir einfach wieder zurück zu unserer Falle. Die sieht schon echt nice aus, muss ich sagen. Also ich meine, ich bin schon der Meinung, dass sowas die Landschaft verschandelt. Das hab ich auch schon mehrfach gesagt. Aber irgendwo sieht es schon ganz nice aus, irgendwie ganz cool, wenn man das so einen fetten Tower hier hat, mit in dem Monster spawnen und dann abgefarmt werden halt. So, wir werden aber erstmal das Wasser, das wir hier noch haben, das werden wir jetzt erstmal abusen und ausnutzen. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Ich muss kurz überlegen, wie wir das bauen. So. Ich glaube, hier kommt kein Glas hin, wenn ich das gerade richtig in Erinnerung habe. So, machen das folgendermaßen. Hier kommt kein Glas hin später. Das Glas kommt erst hier hin. Okay, Maus, danke. Aber da wollte ich ihr Glas hin platzieren, deswegen ist es okay. Ja, meine Maus doppelklickt aktuell manchmal mit der rechten Maustaste. Ich weiß nicht genau warum. Aber es passiert aktuell mehrfach. Und ich, wie gesagt, it just keeps happening, I don't know why. Aber I'm not mad, I don't mind. Da hat es mir gerade wieder geholfen. So, und das können wir diesmal ein bisschen besser machen als da. Auf der anderen Seite ein bisschen weniger riskant. Wo ist da Wasser? Hier ist überall Wasser, oder? Oha, wir haben falsch angenommen. Okay. So, zum Thema weniger riskant. Es ist komplett viel riskanter gewesen und ich bin gerade wieder fast gestorben. Aber egal. Was soll's. Farm ist jetzt fast fertig. Das sieht auf jeden Fall gut aus soweit. Okay. So, was wir jetzt nämlich machen als nächstes ist, wir shiften und rechtsklicken damit auf unsere Truhe mit unserem Hopper ausgewählt. Und dadurch geht der Hopper, also was das macht, ist ganz einfach der Hopper, wenn wir jetzt hier, falls ihr nicht wisst, was das macht, wenn ich jetzt hier einen Cobblestone droppe, packt der Hopper das einfach in die Truhe. Und ja, wir stellen jetzt einfach noch zwei Hopper her. Und dann brauchen wir, glaube ich, auch erstmal kein Holz mehr. Ich glaube, so viel Holz sollte genau perfekt sein. Ja, und dann zack, 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 zack. Warum sind da vier? Egal, meine Maus hat wahrscheinlich wieder gedoppelklickt. So, jetzt haben wir zwei Hopper noch. Und diese zwei Hopper platzieren wir ganz einfach. Oder nicht so einfach, weil ich hier gar nicht hochkomme. Mit dem Rechtsklick und shiftend, so dass sie halt in die anderen Hopper rein zeigen. Und normalerweise, wenn ich jetzt hier was reindroppe, sollte es auch in die Truhe gehen. Perfekt. Erst auch nochmal hier bei dem hier. Perfekt, es funktioniert. Also wir wollen einfach nur, dass die Items in die Truhe reingehen. Hierauf wiederum platzieren wir jetzt auf den Hoppern. Die Hopper können nämlich durch solche Slab-Blöcke, also durch solche kleinen tiefen Blöcke, solche halben Blöcke, durch solche Blöcke durch können Hopper Items ansaugen. Hier platzieren wir also einfach Slabs hin. Hier oben platzieren wir auch noch Slabs hin, einfach nur um sicher zu gehen, dass die Monster hier. Ah, hier sollte ich keine Slabs hin, ich bin doof. Sonst können wir nämlich nicht mehr in die Truhe ran. Hier sollten Monster auf jeden Fall nicht rauskommen, weil sie keinen ganzen Block Platz haben. Ah, wir können hier trotzdem sogar noch rein, das ist natürlich cool. Das wusste ich gar nicht. Und wir können nicht mehr raus. Das war ein Fehler. Den wir jetzt direkt mal beheben werden, indem wir einfach. Na. Na. Okay. Bautipp, nicht hier reinschiften, ihr kommt hier nicht mehr raus anscheinend. So. Also der Sinn hinter diesen Slabs und diesen Slabs ist unter anderem, dass die Monster jetzt hier halt nicht mehr, theoretisch gesehen glaube ich, nicht mehr hier rauskommen. Ich hoffe, dass es tatsächlich so funktioniert, wie ich es in meinem Kopf habe, wie ich es geplant habe. Weil sie jetzt hier keinen ganzen Block Platz haben, wo sie sich durchquetschen könnten. Also Spinnen zum Beispiel. Hauptsächlich Spinnen im Endeffekt. Ja, und im Endeffekt ist die Farm jetzt größtenteils fertig. Was wir jetzt als nächstes noch brauchen ist, wir gehen jetzt hin und holen uns noch ein bisschen Wasser. Einfach nur, um später leichter wieder runterzukommen.
Okay. Ich denke fast mal, ich werde einfach da, wo das Wasser jetzt gerade runterkommt. Sprich, hier so, I guess, kommt es genau runter. Ja, hier so, das sollte genügen. Ich werde hier einfach eine endlose Wasserquelle hinbauen. Und dann hat sich das einfach nur, damit wir hier gefahrfrei runterjumpen können. Später, wenn wir das Wasser hier genommen haben, weil das werden wir jetzt oben gleich wieder verbrauchen müssen. So. Ja, und falls euch dieser Content von mir hier gefällt, dieses Video oder auch andere Videos von mir, lasst gerne ein Abo da, falls ihr es nicht eh schon gemacht habt. Würde mich sehr freuen und würde mir auch sehr dabei helfen, meinen Kanal wieder zu altem Ruhm, zu alten Zeiten, so wie in alten Zeiten wachsen zu lassen, sag ich mal. So. So wie es halt mal war, weil wie ihr ja vielleicht seht, mein Kanal hat irgendwie 3000 Abonnenten oder so. Und dann habe ich irgendwie 3 oder 4 Jahre lang nichts hochgeladen. Und dann sind die ganzen Abonnenten alle inaktiv geworden. Und ja, jetzt ist der Kanal effektiv tot. Deswegen habe ich auch so wenig Aufrufe. Aber es würde mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht euer höchstpersönliches Abo dalassen könntet. Und mir vielleicht auf meiner Reise zurück zu einem aktiven Kanal behilflich sein könntet. Das wäre natürlich mega cool. Ich wäre euch da mega dankbar für, wie ihr euch mit Sicherheit vorstellen könnt. So. Und wir bauen das jetzt direkt mal so, dass wir hier später quasi direkt das nächste Stockwerk draufsetzen können. Einfach nur, weil es sinnvoll ist, das direkt so zu bauen. Weil es wird nicht bei einem Stockwerk bleiben, aber wir werden erstmal jetzt nur dieses eine Stockwerk bauen, einfach nur um zu testen, ob es überhaupt funktioniert, denke ich mal. Ah, das sieht gut aus. So. Gehen wir hier rum. Hier müssen wir jetzt hinbauen. Da nicht. Habe ich daneben geklickt. Jetzt bauen wir einfach auch hier wieder bis in die Mitte. Zack, zack, zack. Vielleicht sind wir da. So, und zu guter Letzt machen wir das auch noch auf der letzten Seite. Da ist uns immer noch der Bridge-Hut, den ich auch immer noch nicht erkundet habe. Vielleicht in meiner späteren Folge. Vielleicht auch am Ende dieser Folge. Je nachdem, wie viel Zeit wir am Ende noch haben. Wenn die Farm hier fertig ist. Vielleicht kriege ich es auch diese Folge noch gar nicht fertig. Ich denke aber schon. Wenn ich sie fast fertig kriege, werde ich einfach ein bisschen überziehen, sag ich mal. I don't mind. So, was müssen wir jetzt machen? Jetzt müssen wir, ich glaube, von hier aus 2 Blöcke hochbauen, wenn mich nicht alles täuscht. Sprich, so. Also wir müssen die Außenwand noch ein gutes Stück hochziehen. Ich hoffe, ich habe auch genug Cobblestone dafür dabei, um ehrlich zu sein. Bin da nämlich gerade nicht ganz so sicher, ob das ausreicht. Weil ich habe schon noch einiges dabei, aber ich weiß echt nicht, ob es reicht. So. Ziehen wir erstmal den äußeren Ring hier hoch, denke ich mal. So. So. Ah, ja, ein gutes Stückchen davon haben wir jetzt schon gebaut. Wie viel haben wir noch? 2 Stacks, das wird nicht reichen. Das wird ziemlich safe nicht reichen. Oh boy, oh boy. Also müssen wir gleich nochmal zurück zum Haus und noch mehr Cobblestone holen, schätze ich mal. Oh, ich habe schon keinen mehr in dem Stack. Ja. Das wird probably nicht reichen. Ich sehe es schon kommen. Never wird es reichen. Ich hoffe, wir haben noch genug im Haus. Bin mir aber gerade echt nicht sicher. Aber ich denke, ich glaube, wir hatten noch irgendwie 4 oder 5 Stacks oder so, mindestens. Das sollte eigentlich reichen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Bin mal so optimistisch. So, und jetzt sind wir fast fertig. Aber leider haben wir nur noch einen Stack. Das heißt, wir müssen tatsächlich nochmal zurück zum Haus. Unpraktischerweise. Bin mir fast sicher, dass wir uns irgendwie platzsparender bauen können, als ich das gerade baue, aber. Naja, naja. Was willst du machen? So, oh, ist mir gerade fast runtergefallen. Hier müssen wir jetzt auch noch diese Zweierreihe hinbauen. Daneben. Diese Kreuzform halt müssen wir wieder bauen. Hier unten auch. Die baut sich immer gleich. Also das hier ist jetzt quasi. Ja, danke. Ihr müsst euch vorstellen, das hier ist quasi
Wenn das hier gleich fertig ist, wenn ich jetzt hier das Dach draufgesetzt habe, das könnt ihr unendlich oft bis zum Limit, bis zum Höhenlimit quasi aufeinander stacken und aufeinander setzen. Und umso mehr ihr davon habt, von diesen Kammern hier, umso mehr Monster spawnen halt ganz einfach. Das ist der Sinn dahinter. Ja, aber ich denke mal, wir gehen jetzt erstmal wieder zurück. Denn leider kann ich den Cobblestone auch noch erreichen. Nein, okay. Ach, den habe ich jetzt auch verschwendet. Okay, egal. Leider haben wir nicht genug Cobblestone. Das muss man kurz gucken. Soll hier auch wirklich ins Wasser reinfallen? Oh, das war am Rand. Eieiei. Gehen wir uns erstmal noch ein bisschen mehr Cobblestone holen. Denn leider reicht es noch nicht ganz aus. Aber es sieht schon ziemlich nice aus. Und es ist fast fertig im Endeffekt. Also, ja, nice. Aber erstmal gehen wir jetzt schlafen und uns Cobblestone holen. Es wird eh gerade schon wieder Nacht. Also, das Timing gut abgepasst hier. Und wir sollten mal wieder was essen, denke ich mal. Weil unsere Hungerleiste nicht ganz voll ist. Und unsere Lebensweste auch nicht. Und das ist ein bisschen risky. Deswegen essen wir uns erstmal einen kleinen Happen. Ein Steak. So. Und eine Hoe könnten wir holen und die Farm da beheben, fixen, I guess, nachdem die Spinne da alles kaputt getrampelt hat. Unsere schönen Farm. Schönen kleinen Farm. Ja. So. Das Haus und jetzt gehen wir erstmal pennen. Dann holen wir uns den Cobblestone und dann wird das alles wunderprächtig. Hoffe ich doch mal. Pure BD Craft steht auf dem Schild. Das ist übrigens mein Texture Pack. Für die, die es von euch noch nicht wissen, Specs. Specs, genau wie man es ausspricht, Pure BD Craft. Sehr nice Texture Pack, also wie ihr hier schon die ganze Zeit überseht. Ich mag es ganz gerne, deswegen benutze ich es halt auch immer noch. Obwohl ich eigentlich so ein Purist bin, der meistens ohne Texture Pack spielt, habe ich mich irgendwann dazu entschlossen, für dieses Let's Play dieses Texture Pack zu benutzen und ja, I'm not regretting it, ich benutze es halt immer noch, wie ihr seht. Und mir ist gerade aufgefallen, dass wir aktuell keine Möglichkeit haben, da wieder hochzukommen, ohne uns irgendwie mit Dirt hochzustecken. I guess, dass es jetzt wieder hochkommen werden. Kind of annoying, aber was willst du machen? Okay, dann müssen wir das wohl leider so machen. Stacken wir uns einfach mit Dirt hoch. Und gut ist. So. Ich hoffe, 43 Dirtblöcke reichen dafür aus. Dachte gerade, das wäre eine Witch, aber es ist einfach ein Wandering Trader gespawnt. Okay. Hast du deine Leinen schon verloren, mein Freund? Wo sind die Leinen? Ich möchte deine Leinen haben. Oder sind die nur unsichtbar und sind wieder am Rumbaggen? Ah, die Leinen sind nur unsichtbar, glaube ich. Ja, von denen kann man leicht die Leinen klauen, falls du noch nicht wusstest, was Trade denn schön ist. Nutzlose Dinge, sehr schön. Also zumindest nichts, was ich aktuell als nützlich empfinden würde. Okay, gucken wir mal straight nach oben. Jetzt sind wir unter dem Block. Ich glaube, wenn ich mich hier hochbaue. Ah, ich bin mir nicht sicher. Wir bauen uns sicherheitshalber einfach mal hier hoch, neben der Wasserquelle. So, jetzt sind wir oben. Hoffentlich. Hoffentlich habe ich genug Material, um mich hochzubauen. Das sieht. Oh, sehr gut, dass ich mich dann doch einen Block weiter daneben hochgebaut habe, sonst wären wir nicht hier oben angekommen. Ah, jetzt nehmen wir den Cobblestone und bauen unsere Kreuzform hier zu Ende. Und dann müssen wir es nur zubauen und schon haben wir unsere erste Spawnkammer. Und dann müssen wir unten noch ein bisschen mit Fackeln ausleuchten und im Endeffekt ist dann der. Goddammit. Der, oder ein großer Teil, nicht der Großteil, aber ein großer Teil. Der Basic-Teil dieser XP-Farm schon fertig. Eventuell expandieren wir sie dann später nochmal. Vielleicht expandieren wir es auch gar nicht. Wenn sie mir so ausreicht, werden wir dann sehen. Und ich denke, wenn ich die XP-Farm benutze und XP-Farm, das werde ich einfach rausschneiden. Eventuell das in zukünftigen Videos auch einfach. Einfach nur, weil, I mean, it's kind of boring, I guess. Es sei denn, ihr wollt es gerne sehen. Wenn ihr es unbedingt sehen wollt, könnt ihr mir das dann gerne in die Kommentare schreiben. Das Thema wird bestimmt in einem späteren Video auch nochmal aufkommen. Aber ansonsten werde ich es wahrscheinlich einfach rausschneiden, um ehrlich zu sein, weil ich glaube, es ist nicht so interesting. Und ich glaube, wir können dabei auch ein paar ganz nice Items kriegen, übrigens. Einfach nur, weil wir auf schwer spielen und die Monster halt teilweise enchantete Schwerter und Äxte und was weiß ich nicht, was für Items anhaben, wenn sie spawnen, was halt useful ist. So. Aber das hier müssen wir gar nicht zubauen, stimmt. Wir müssen nur das hier zubauen, weil, logischerweise. Es wäre smart, wenn ich Wasser mitgenommen hätte, merke ich gerade. Wäre sehr smart gewesen, weil das hier oben kann man bei Nacht quasi mitnutzen. Weil hier oben halt bei Nacht auch Monster spawnen, drauf spawnen können. Bei Tag halt nicht, weil es hier ausgeleuchtet ist, aber egal. Egal.
Auch nicht so schlimm. Haben wir halt erstmal nur eine Etage. Bei Nacht will ich sowieso eigentlich die Farm erstmal nicht nutzen, glaube ich. Einfach nur, weil es ein bisschen dangerous ist. Weil ich unten irgendwie kein System habe, wo ich safe sagen kann, dass da keine Monster direkt neben mir spawnen oder so. Oder irgendwie meine Farm stürmen, sage ich jetzt mal. Von außen. Deswegen werde ich wahrscheinlich erstmal nur bei Tag benutzen. Und eigentlich ist die Aufnahmezeit voll, aber wir sind jetzt fast fertig mit der Farm. Das werde ich so zu Ende bauen. Und dann werden wir es auch noch ausprobieren. Das werden wir auch noch diese Folge machen. Ist mir jetzt wurscht. Es gibt eh keine Aufnahmezeitbeschränkungen, Hochladezeitbeschränkungen mehr auf YouTube, glaube ich, meines Wissens. Und daher ist es eh nicht so dramatisch. Nur meine Festplatte leidet, denn die Datei wird größer. So, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich jetzt in Folge aufgenommen habe. Es waren locker irgendwie 4 oder 5 Folgen, die ich aufgenommen habe. Aber wenn man so ein Bauprojekt hat, dann fliegt die Zeit auch einfach irgendwie. Ich weiß nicht. Bestimmt 2 Stunden am Stück aufgenommen jetzt. So, und da werden wir jetzt nicht Stein hinbauen, sondern irgendwas anderes. Da bauen wir jetzt. Ich baue einfach mal Sandstone hin. Irgendwie Dirt ist mir irgendwie zu meh. Aber Sandstone ist so ein Special Block. Sag ich jetzt mal. So, den will ich wieder haben, den Sandstone hier. Das ist so ein. Ihr wisst, was ich meine. Ich will es irgendwie nicht mit so schnödem Dirt das Loch da auffüllen. Denn das müssen wir halt auffüllen, damit jetzt kein Licht reinscheint. Und in der Zeit, in der wir uns hier runterbuddeln, kann es gut sein, dass schon die ersten Monster spawnen, da gleich reinfallen. Das wäre natürlich mega nice. Wenn nicht, werde ich gleich mal ein bisschen schummeln und das Spiel kurz auf Peaceful stellen, dann wieder auf Hard, damit die Monster despawnen und respawnen, weil es kann sein, dass hier unten drunter fette Höhlen sind und wir schon am Monster-Limit angekommen sind, deswegen. Einfach nur um zu testen, ob die Farm funktioniert halt. So, und jetzt. Ah, das klingt aber gut. Und da ist das erste Monster auch schon runtergefallen, nämlich ein Creeper. Ich weiß nicht, wie viel Schaden er genommen hat. Zweimal muss man ihn schlagen, dreimal. Man muss ihn schon eine ganze Menge schlagen. Also, ich denke mal, wenn wir uns hier irgendwie einen Stein oder ein Holzschwert beschaffen, wäre das vielleicht, oder ein Stein und ein Holzschwert sich zu beschaffen, wäre vielleicht ein ratsamer Move. Einfach nur, weil die Monster, glaube ich, nicht Instakill sind. Also, ich habe mich eventuell ein bisschen verkalkuliert mit der Fallhöhe. Es kann aber auch einfach sein, dass Creeper relativ viel AP haben. Bin mir da gerade echt nicht sicher. Und einen zweiten Crafting Table werde ich mir jetzt auch noch craften. So, und den platzieren wir einfach mal hier hin, hier so davor. Hat der gar keinen Gun. Achso, die droppen, glaube ich, nicht immer Gunpowder, oder? Ich bin mir nicht sicher. Anscheinend hat er nichts gedroppt. Sonst wäre es in der Truhe, normalerweise. So viele Fackeln wollte ich gerade gar nicht machen, aber Armin. Früher oder später werde ich sie eh benutzen. Von daher leuchten wir es einfach mal so aus, hier erstmal. Ja, und bis jetzt die Spawnrate echt nicht gerade super. Wie gesagt, wir schummeln jetzt einfach einmal. Peaceful. Und dann auf Hard, einfach nur damit alle Monster despawnen und respawnen. Und dann warten wir nochmal. Warten wir hier nochmal kurz. Und danach werde ich mich vermutlich erstmal von euch verabschieden. Denn wir sind schon bei 18 Minuten Aufnahmezeit und eigentlich mache ich. Versuche ich immer ungefähr 15 Minuten aufzunehmen und 15 Minuten lange Folgen hochzuladen. Aber wie gesagt, find's okay dieses Mal. Für diese Folge mal ein bisschen zu überziehen. Was wir eigentlich machen könnten. Man könnte jetzt sagen, das ist ein bisschen cheaty. Aber ich werde es einfach mal machen. Nur um zu gucken, was da jetzt genau passiert. Dann könnt ihr das im Detail sehen. Ich weiß nicht, ob das Inventar gelöscht wird, wenn man in den Spectator-Modus geht. Ich glaube nicht, aber sicherheitshalber packe ich jetzt nochmal alles in die Truhe. Und wir gehen einfach einmal in den Spectator-Modus. Und fliegen hier hoch und gucken mal, was hier oben Sache ist. Ob hier schon irgendwas gespawnt ist. Aktuell spawnt hier aber gar nichts, aber wenn ihr was spawnt halt. Ich erkläre euch die Falle jetzt einfach mal jetzt, wo es fertig gebaut ist. Hier auf diesen Plattformen hier spawnen halt Sachen, die fallen dann hier ins Wasser, also nach einer Zeit laufen sie hier von alleine rein, hoffentlich, das kann man nicht wirklich steuern. Werden dann hier runtergeschwemmt, fallen in dieses Wasser hier, fallen durch das Wasser, werden durch das Wasser aber abgebremst und kommen zu guter Letzt hier unten an. Hier kann man sie dann von Hand kaputt kloppen und das Loot fällt dann halt oder kommt dann halt über die Hopper hier unter den Slabs. Landet dann am Ende das Loot in dieser Truhe. Und das ist die ganze Farm. Und sie scheint auf jeden Fall auch zu funktionieren, wie wir an dem einen Creeper gerade schon gesehen haben. Aber leider spawnt hier gerade nichts anderes. Was natürlich schade ist, aber naja. Ich meine, ich könnte es auch noch schummeln und gucken, ob hier irgendwelche Höhlen unten drunter sind, indem ich einfach in den Boden reinfliege. Aber ich finde, das wäre schon ein bisschen cheaty und deswegen werden wir das jetzt nicht machen. Wir wechseln dann wieder zurück in den Survival-Modus. Nehmen unsere Sachen aus der Truhe. Die Rüstung habe ich vergessen abzunehmen, aber es wird anscheinend eh nicht gelöscht, also alles gut. No worries, wir nehmen alles aus der Truhe raus, zack, 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 zack.
Und damit verabschiede ich mich von euch am Ende von dieser Folge und hoffe, dass euch diese kleine Farm genauso gut gefällt wie mir, denn ich muss sagen, ich habe da ziemlich einen Spaß dran gehabt, das Ding zu bauen und werde auch wahrscheinlich noch Spaß dran haben, das Ding zu erweitern. Und ja, bis zum nächsten Mal. Man sieht sich. Tschö. Quitt euch!